Leute, ich habe ein großes Problem und das sind Skirmisher. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moin ihr hippen Dudes und Dudarinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Dice Mal Studio. Ja, Gedankengrütze, ich sage es gleich vorweg, ist etwas, wo ich mich nicht irgendwie recherchiert habe, mich hintergeklemmt habe, um zu recherchieren, wo ich mich nicht hingesetzt habe, um darüber nachzudenken, was ich sage, sondern tatsächlich eine Sache im Hobby, die mir im Kopf ist und die jetzt einfach raus muss. Das kann alles wie immer ein kleines bisschen chaotisch gehen, aber es ist eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist in den letzten Wochen und das immer stärker wird. Ich werde tatsächlich Skirmisher müde. Woran liegt das? Ich habe es festgestellt das erste Mal als Cool Mini or Not im Oktober oder November 2023 angekündigt haben, dass sie zu ihrer A Song of Ice and Fire Spielmarke, also von den Büchern, da haben sie ja die Lizenz, dass sie zu den Büchern die Spiele machen dürfen, dass sie ein neues Spiel rausbringen werden, ein neues Miniature Wargaming, und zwar Song of Ice and Fire Tactics. Sie haben im Endeffekt ja schon A Song of Ice and Fire Miniature Wargame, das ist ja das Rank-and-File-Regiment-System, und dazu zusätzlich nebenbei laufen soll dann noch das Tactics kommen. Da wird eine Kickstarter-Kampagne 2024 kommen, um das Spiel anzufinanzieren, um es dann im Endeffekt neben Song of Ice and Fire Miniatures Game laufen zu lassen. Nur halt in einer kleineren Variante, sprich, dass man nicht ganze Armeen kontrolliert, sondern nur eine gewisse Anzahl an Figuren als ja, Skirmisher im Endeffekt. Und der Vorteil dieses Spiels soll tatsächlich sein, dass man die Figuren von beiden für das andere Spiel jeweils nutzen kann, weil die Figuren die gleiche Basegröße haben und auch die Figuren vom gleichen Design sind und auch die gleiche Größe haben. Also von Dark Sword Miniatures, die übrigens sehr, sehr gute Figuren machen, bin ich ganz großer Fan von. Nun ja, davon mal ab. War meine Reaktion darauf tatsächlich verhalten? Sagen wir es mal so. Also ich habe es wirklich gesehen und gedacht, next. Also es hat mich wirklich null interessiert. Und ich wurde häufiger schon gefragt, was hältst du, Dennis, was hältst du von Song of Ice and Fire Tactics? Und ich sag tatsächlich jetzt aktuell nicht viel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Und ehrlich gesagt, ich habe da selbst noch keine richtige Antwort und ich hoffe, dass ihr mir da ein bisschen helfen könnt, sozusagen, dass ihr meine Psychologen seid und mir im Kommentar einfach schreiben könnt, was vielleicht der Grund sein könnte. Denn ich bin aktuell sehr, sehr Skirmisher-müde. Momentan habe ich das Gefühl, dass in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, sehr viele neue Skirmisher auf den Markt gekommen sind. Und gefühlt, sie haben all diese Skirmisher mal von den ganzen dämlichen Marketing-Sprüchen mal außen vor. Ist alles fast-paced und action-packed und also egal, in welchem Land das Spiel kommt, diese Buzzwords sind, die man immer wieder hört, da schalte ich ehrlich gesagt meistens schon ab. Aber dass es meistens dann immer Spiele sind, wo man immer nur Helden spielt, die Heldenaktionen machen und ganz tolle Sachen oder Duelle hier und da und das sind doch alles Spaß und lustige Dinge und ich spiele ja selbst viele Skirmisher-Spiele und habe in den letzten Jahren tatsächlich auch dank DICE sehr viele Skirmisher anspielen dürfen und die haben ja auch alle ihre Daseinsberechtigung, aber gefühlt hat sich das Skirmisher-Spiel in den letzten Jahren viel weniger weiterentwickelt als das Massenspielsystem. Und vom Skirmisher außen vor nehme ich jetzt mal nicht solche Sachen wie Flottenspiele, also mit Schiffen, Raumschiffen und so weiter, das sind ja eigentlich sind es auch Skirmisher, aber dann ist es doch noch irgendwie ein kleines bisschen was anderes. Aber Skirmisher, so wie wir es kennen, also Miniaturen, ja, also von einzelnen Figuren, einzelnen Infanteristen und vielleicht mal hier und da ein bisschen was anderes. Die haben sich gefühlt in den letzten Jahren relativ wenig weiterentwickelt und sind immer noch auf dem Standpunkt stehen geblieben, ich habe eine Figur, die hat eine Einheitenkarte, ich stelle die Figur irgendwo hin, dass sie in Reichweite oder Einflussbereich von X ist, um dann die Fähigkeiten abzuspulen, die sie auf ihrer Karte hat. Jetzt kann man natürlich da sagen, Dennis, aber das ist doch in jedem dieser Spiele so, ja, mal mehr, mal weniger. Gefühlt ist es bei Skirmishern dann aber doch relativ ähnlich. Wo ich dann sagen muss, solche Spiele wie Shatterpoint oder jetzt auch neulich The Drowned Earth sind da ein bisschen anders, weil die dann sehr viel auf Bewegung setzen, sehr viel auf Dynamik setzen und sehr viel auf Positionswechsel gehen und gar nicht so unbedingt, nein, obwohl das ist auch totaler Quatsch, da gibt es auch eine ganze Latte an Regeln, diese Einheiten haben und die dann hier und das triggern und da mal irgendwie was kombinieren und das auslösen können. Das heißt, dass man doch auch sehr viel mehr Zeit eher mit Kartenregeln lesen verbringt als mit was anderem. Aber das ist halt das Ding des Tabletops. Wir lesen halt immer viele Regeln nebenbei, um uns nochmal zu versichern und Sachen nicht zu vergessen. Dennoch habe ich einfach das Gefühl, dass vieles nur darauf hinausläuft, die Sonderregeln von den Karten zu triggern, um dann irgendwie Würfel zu würfeln, um zu modifizieren. Ich habe einfach das Gefühl, und das ist wirklich auch nur gefühlt, es gibt da keine wissenschaftliche Erhebung und ich will da in keinster Weise auch so irgendwie eine qualitative oder quantitative empirische Erhebung machen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass da in den letzten Jahren viel weniger Input geschehen ist, was die Spielmechaniken angeht. Und ehrlich gesagt bin ich auch, und da könnte man vielleicht Marvel so ein kleines bisschen auch die Schuld geben, ich bin heldenmüde.
Logischerweise ist es so, wenn man beim Skirmisher weniger Figuren hast, dann hat man viel stärkeren Fokus auf Charaktere. Also es gibt sich natürlich, kann man auch Skirmisher spielen, wo das alles namenlose Figuren sind. Also nehmen wir Infinity the Game, da sind das auch alles irgendwelche Soldaten dann trotzdem. Und das ist übrigens ein Spiel, das sehr, sehr dynamisch abläuft von der Bewegung her. Das läuft aber tatsächlich in dieser Hinsicht so ab, dass diese Figuren auch sehr schnell tot sind und man nicht pro Figur eine ganze Latte an Regeln hat. Also ja, theoretisch schon, weil die halt verschiedene Waffen und Fähigkeiten haben, aber es ist nicht so, wenn du die Figur dahin stellst, dann kannst du das machen, wenn andere Figuren in Reichweite XY sind, kannst du das machen und wenn du zur Keyword XY gehörst, kannst du das noch machen, wenn das passiert, dann das machen und dann das machen und dann hast du das noch die Möglichkeit dazu. Das hast du bei Infinity zum Beispiel nicht, deswegen, ich glaube, man müsste Infinity fast schon ein kleines bisschen rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte, weil Infinity dann doch eher wie ein Massensystem mit wenig Figuren funktioniert, denn Schuss, ein Leben, tot, raus, raus aus der Geschichte, während ich aber das Gefühl habe, dass bei vielen Skirmishern es endlos dauert, bis mal Figuren irgendwie rausfallen, weil die haben immer so Lebenspunkte abstreichen und viel Kleinmanagement bei den Figuren ist, was natürlich auch logisch ist, weil man möchte natürlich auch ein vollwertiges Spielgefühl liefern, was man bei großen Massenschlachten auch hat, wo du bei Massenschlachten aber natürlich das als eher als hinderlich ansehen kannst und was auch praktisch hinderlich ist, wenn man mit ganz vielen Figuren in einer Einheit spielt und jede einzelne Figur dann einzeln agiert. Ja, ich guck dich an, Herr der Ringe. Das war, hui, das war unsere letzten, die letzten Spiele, die wir gemacht haben, waren schon schwierig dabei. Das ist so ein wunderbarer Hybrid daraus. Also Herr der Ringe möchte ein Massenspielsystem sein mit Einheiten, ist aber im Herzen ein reiner Skirmisher, der wirklich für eine Handvoll Figuren ausgelegt ist, weil er einfach so detailliert im Micromanagement von Figuren ist. Hier muss sie würfeln, ob sie den Hügel runterfällt, dann muss sie da hochklettern, muss sie da nochmal würfeln. Egal, ein komplett anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich eher das Gefühl, dass momentane, die aktuellen moderneren Skirmisher eher darauf hinaus sind. Ich habe eine Handvoll Figuren, das sind alles Helden, die haben ihre ganze Palette an Fähigkeiten, die dann getriggert werden. Und dazu kommt noch ein gewisses Ressourcenmanagement, wie zum Beispiel Aktionsmanagement oder Energiemanagement, irgendwie sowas in der Art. Das heißt nicht, dass diese Spiele schlecht sind und dass die taktisch nicht anspruchsvoll sind und dass diese ganzen Ressourcenmanagement-Geschichten jetzt auch nicht wichtig sind oder keine guten Ideen sind. Das sage ich überhaupt nicht, aber irgendwie langweilt mich diese Art von Spiel. Ich habe momentan keine Lust mehr zu gucken, was passiert, wenn diese Figur jetzt durch das Fenster krabbelt und dann sonst was. Also, ich weiß nicht. Ich habe da einfach rein Overkill. Jetzt könnte man sagen, ja, du findest ja auch nur hier, findest ja auch nur Rank and File besser. Es geht gar nicht um Rank and File. Es geht einfach darum, dass ich momentan einfach mehr Spaß habe, mich mit Massensystemen zu beschäftigen, weil das gefühlt mittlerweile das Exotischere geworden ist. Wir nehmen jetzt Games Workshop mal raus. Games Workshop, da sind der Massensysteme sowieso das Hauptding. Wobei, ehrlich gesagt, Age of Sigma spielt man doch auch eher nur noch mit großen Modellen, oder? Ist doch auch eher ein Skirmisher geworden. Oh, jetzt der ganze Hass kommt jetzt. Nein, das ist eher als Witz gemeint. Aber gefühlt, nehmen wir Games Workshop einfach mal raus, wo halt Massensysteme die Hauptsysteme sind. Aber es gibt ja noch einen Mainstream im Tabletop-Bereich neben Games Workshop und da ist es halt ganz klar Skirmisher gelegt. Und da sind Massensysteme in den letzten Jahren so zaghaft hier und da mal zurückgekommen. So Conquest, Last Argument of Kings, Song of Ice and Fire, Star Wars Legion. Und dann hört es auch irgendwie schon so ein bisschen auf. Was ich so mitbekomme, ja, ich weiß, der historische Sektor, mit dem beschäftige ich mich aber aus gewissen Gründen dann auch nicht. Viel aus rein Interessensgründen und viel, kann ich ja mal so sagen, habe ich mit Anfang von Dice versucht, was Historisches zu machen und der Backlash der historischen Community war sehr, sehr toxisch, weshalb ich gesagt habe, gut, dann werde ich für mich in Persona das dann auch lassen, aber auch das ist ein anderes Thema. Außerdem muss man natürlich sagen, dass viel Historisches auch mehr Simulation ist als wirklich ein Spiel, was, naja, kompetitives Spiel. Ich bin jetzt kein Turnierspieler, aber natürlich, bei so einem Spiel wollen wir uns natürlich auch messen. Ne? Wie gesagt, anderes Thema wollen wir mal nicht. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass neben dem Games Workshop Mainstream, der Tabletop neben GW Mainstream, einfach Skirmisher an der Tagesordnung sind. Was ja auch logisch ist. Ein Skirmisher ist viel leichter, den Menschen zu verkaufen, weil das heißt, hier, du hast 10 bis 5 bis 12 Figuren. Mehr brauchst du gar nicht, kannst sofort loslegen. Für die Hersteller ist es einfach, eine Handvoll Figuren zu designen und zu produzieren, als gleich Massen an Figuren zu produzieren und dann auch an den Mann zu kriegen oder an die Frau zu kriegen. Ist ja logisch, machen wir uns nichts vor. Tabletop-Spiele auf den Markt zu bringen, zu verkaufen, am Leben zu erhalten, ist eine Frage von Geld. Und wenn du wenig Geld hast, machst du auch weniger Figuren und kannst damit ja auch wunderbar was machen. Und das verstehe ich auch alles, aber dennoch merke ich, wenn ich dann zum Beispiel auf Messen und Conventions unterwegs bin, dass die Spieltische, die meine Augen
fixieren, die Spieltische, nicht, also nicht die sind, die richtig geil, wirklich irgendwie auf 2 Meter horizontal und vertikal gebaute Dioramen haben, wo dann eine Handvoll Figuren gesucht und werden müssen und dann da cool spielen können, sondern eher die Spielfelder, die zwar cool designt sind, aber dann doch eher geländearm sind und voller Figuren stehen. Irgendwie spricht mich das optisch schon mal an. Und spieltechnisch habe ich da momentan auch eher das Interesse, solche Spiele zu spielen. Was nicht heißen soll, dass jetzt Dice irgendwie skirmischer schneidet. Das ist jetzt nur mal eine reine, komplett persönliche Präferenz. Und die kann sich vielleicht auch irgendwann ändern. Aber ich habe momentan irgendwie genug von Skirmishern. Und dazu kleiner Nebenschauplatz, lustigerweise vor ein paar Tagen, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich den Podcast von Margo Botato gehört und der Seppel und der Daniel, die haben da auch über Skirmisher geredet. Liebe Grüße an die beiden, ich kenne sie nicht persönlich, aber da waren so ein paar Punkte, gerade von Daniel, der war ist offensichtlich ein ganz, ganz großer Skirmisher-Freund. Das merkt man daran, wenn er da mal ein paar kritische Nachfragen von Seppel bekommen hat oder ein paar Relativierungen diesbezüglich, hat er mal schon sehr versucht, die Skirmisher wirklich zu verteidigen und was Gutes zu finden, damit Skirmisher gegenüber vom Massensystem besser dastehen. Ob er das wollte, weiß ich nicht. Das war so ein bisschen bei mir der Eindruck. Ist ja auch vollkommen okay. Gefühlt hatte ich aber so ein bisschen den Eindruck, dass Daniel vielleicht aber auch sehr in dem Skirmish-Spiel drin ist und relativ wenig Massensysteme mal ausprobiert hat, weil da einige Vorteile von Skirmishern kamen, die gefühlt keine wirklichen Vorteile sind. Und auch das ist eigentlich wieder ein anderes Thema, aber das führte bei mir irgendwie komplett mit rein darüber, dass ich gesagt habe, also jetzt dieses Video zu machen, dass ich mich dazu gebracht habe, dieses Video zu machen, um einfach mal, um eure Hilfe zu rufen, dass ihr mir bitte helft, dass ich zumindest weiß, woran es denn wirklich liegt. Ne? Dennoch sollte ich, glaube ich, mal ein Video machen, Skirmisher und Massensysteme vergleiche und differenziere. Ja, Gedankengrütze. Das war wieder total Chaos. Ich hoffe, ihr konntet meine Gedanken im Gegensatz zu mir ein kleines bisschen sortieren. Und könnt mir in den Kommentaren helfen und mir schreiben, bitte, vielleicht könnt ihr sagen, woran es liegt. Woran könntet ihr glauben, dass ich skirmishmüde bin? Geht es euch genauso? Seid ihr auch skirmishmüde? Oder seid ihr massensystemmüde? Was präferiert ihr und warum? Ist es so, dass ihr sagt, ja, beim Skirmish habe ich ja viel weniger Aufwand, weil da habe ich ja eine Handvoll Figuren im Gegensatz zum Massensystem. Wohlweislich vergessend, dass ein kompletter Spieltisch sehr viel aufwendiger beim Skirmish-Spiel ist, als beim Massensystem oder andere Gründe. Das möchte ich gerne wissen. Schreibt das bitte in die Kommentare und kommentiert und diskutiert auch gerne in den Kommentaren, aber bitte, bitte, bitte seid nett zueinander. Denn ich habe da schon bei dem Podcast gehört, dass es hier auch so ein bisschen nicht nur um Glaubensbekenntnisse geht, sondern dass man auch gerne, wenn man Kritik nicht nur gegen sein Spielsystem bekommt, sondern vielleicht auch gegen sein Spielgenre, gerne mal ein bisschen persönlich reagiert. Versucht das mal bitte nicht an euch ranzulassen. Nur weil ich euer Spiel oder euer Spielsystem nicht persönlich mag, heißt das nicht, dass ihr ein schlechtes Spiel spielt und deswegen schlechtere Hobbyisten seid. Ja? Auch sowas sage ich aus Gründen. Deswegen seid bitte nett zueinander in den Kommentaren und auch nett zu mir, denn sonst gibt es Kraftmagga für alle und das kann keiner wollen. So, und ich gehe jetzt in die Sonne und werde kein Skirmisher spielen. Macht's gut!